Der 1. Juni war für die Schülerinnen und Schüler der Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt ein ganz besonderes Datum. Stand der Kindertag doch ganz im Zeichen der Verkehrserziehung. An vielen Stationen war Gelegenheit, noch besser zu lernen, wie man sich im Straßenverkehr bewegt. Näheres zu diesem Verkehrserziehungstag erfuhren wir von Patricia Weidner. Wir haben heute an unserer Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt den Verkehrserziehungstag und machen im Prinzip von der 5. bis zur 9. Klasse hier Sensibilisierung für den Straßenverkehr. Wir haben alle wichtigen Notfall-Einsatz hier im Prinzip die Polizei, die Feuerwehr, den ASB, die Verkehrswacht Aschersleben zeigt hier den E-Scooter, wie man wirklich auch sicher im Straßenverkehr mit E-Scootern unterwegs ist. Die Fahrschule Weber ist auch wieder mit am Start, die hier wirklich viele Stationen abdeckt. Unter anderem können die Neuntklässler ihren Erste-Hilfe-Schein machen für den Führerschein. Und sie können sich in den großen LKW setzen und selber mal entdecken, wie es ist, wenn man im LKW sitzt und der tote Winkel, wo der ist, dass man da tatsächlich nichts sehen kann als LKW-Fahrer, in der Hoffnung wirklich einen zu sensibilisieren oder zwei zu erreichen, die dann sich eben nicht hinter den LKW stellen. Und die Fahrschule Weber zeigt auch mit einem Auto, wie eine Zielbremsung vor sich geht, wie lange es tatsächlich braucht ab einer bestimmten km/h-Geschwindigkeit, dass man dann einen langen Bremsweg hat und dass die Kinder vielleicht das auch einschätzen, dass sie nicht einfach hinter einem Auto schnell vorkommen, hinter dem Ball hinterherrennen und wir so vielleicht den ein oder anderen Unfall vermeiden. Und natürlich wird auch sensibilisiert, wie ist es im Straßenverkehr, Medikamente zu nehmen, was hat das für Auswirkungen oder wie ist es, sich im Verkehr mit Alkohol zu bewegen, selbst als Fußgänger. Und wie viel Spaß die Jungs und Mädchen hatten, zeigen die folgenden Bilder. Hier zum Beispiel mit einer sogenannten Rauschbrille. Wir sind auf Kamera. Ja. Ach, wir auf die Eins. Das sind dokumentarische Fotos.